kleiner Apfel, kleine Zwiebel, Ingwer, Klammer auf 1,5 cm groß, Klammer zu, Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Fischsoße, 3 Gramm rotes koreanisches Chilipulver, 2 Esslöffel Reismehl, 1/71 Meersalz, 3 Schalotten Radieschen. Die Zubereitung von Kimchi habe ich während meiner Zeit als Köchin im Restaurant Gramercy Tavern in New York gelernt. Es ist ein saisonales amerikanisches Restaurant, nicht zwingend eine Brutstätte koreanischer Küchen. Irgendwie wurde es trotzdem zur Tradition, dass einige Köche nach Ende ihrer Schicht eine Portion Kimchi zubereiteten. Als ich irgendwann fürs Einlegen zuständig war, erklärte ich es zu einem meiner persönlichen Ziele, Kimchi endlich auch auf unsere Speisekarte zu bekommen. Ich suchte lange nach dem perfekten Rezept. Im Internet fand ich natürlich eine große Auswahl an verschiedenen Varianten. Außerdem hatte ich das Glück, mit vielen Köchen aus Korea zusammenzuarbeiten, die ich nach ihren Familienrezepten fragen konnte. Von Seon Yeon erfuhr ich zum Beispiel, dass sich ihr Vater weigerte, seinem Kimchi Zucker hinzuzufügen. Stattdessen nahm er Reismehl. Sobald sich das Reismehl aufspaltet, verleiht es eine gewisse Süße und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Gemüse sich besser mit der Gewürzmischung verbindet. Hohn brachte mir bei, dass man den Geschmack von Kimchi gut mit etwas Obst ausbalancieren kann. Dazu eignen sich beispielsweise Neshi-Birnen. Ich entschloss mich dazu, Äpfel zu verwenden. Als wir im Restaurant endlich Kimchi auf die Speisekarte nahmen, war das der Hammer. Der Koch pürierte es und servierte es mit süß eingelegten Karotten und japanischem Rettich, als Salatbeilage zu frittierten Austern. Weltklasse! Dieses Radieschen-Kimchi ist eine Abwandlung eines traditionellen Kimchis aus Kohl, das ich einmal für das Restaurant kreierte. Es ist unkompliziert und man muss das Gemüse nicht vorher in Salzlake einlegen. Anders als bei einem traditionellen Kakdogi, Klammer auf Radieschen-Kimchi, Klammer zu, für das die Radieschen gewürfelt werden, schneiden wir sie hier in Scheiben. So purzelt es nicht vom Sandwich.